In der Welt von One Piece stehen wir aktuell kurz vor einem riesigen Kampf, die Strohhüte und ihre Allianz gegen zwei Kaiser, und ein Sieg ist noch lange nicht in Sicht. Heute sprechen wir mal darüber, wieso Sanji und auch Zoro viel stärker sein werden, als wir alle denken, denn Eiichiro Oda hat sich dem versteckten Power-Up der beiden angenommen. Was das zu bedeuten hat, erkläre ich nun. Los geht's! Bevor das Video losgeht, meine Freunde, würde es mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren könntet. Wir stehen kurz vor den 100.000, also falls ihr immer aktuell bei den neuesten One Piece Themen sein möchtet und den Stuff nice findet, haut mal ein Abo raus. Ach ja, auf Instagram versuche ich nun auch aktiver zu werden. Ehre, wer dort ein Follow gönnt. Und nun auf ins Video. Eiichiro Oda ist als Mangaka von One Piece dafür bekannt, unvorhersehbare Ereignisse perfekt rüberzubringen. Das geschieht meistens, indem er uns Leser teilweise auf eine andere Fährte lockt, im nächsten Zug jedoch das Unerwartete ausspielen lässt, und so ist das nicht das erste Mal, dass Dinge, die vor Jahren aufgebaut werden, endlich ihre Wirkung haben. Genau deshalb müssen wir uns die Power-Ups von Zoro und Sanji nochmal genauer anschauen, denn Oda hat hier einen sehr, sehr sneaky Move hingelegt, den ich euch nun nahebringen werde. Denn die Power-Ups von Sanji und Zoro sind versteckt. Genauso meine ich es auch. Viele denken nun, Sanjis Power-Up ist doch der Raid-Suit oder Zoros Power-Up ist das Enma. Aber was ist, wenn ich euch sage, nein, das sind sie nicht, beziehungsweise das sind nicht die richtigen Power-Ups. Wieso? Das erkläre ich euch nun. Das Ganze erkläre ich euch nun anhand von Sanji. Also schauen wir uns diesen Charakter einfach mal an. Sanji war, wie wir alle wissen, auf der Transeninsel. Er selber sagte, er hat seine Beine in der Hölle trainiert, und wir alle können uns vorstellen, wie sehr er leiden musste. Wir haben ein paar Infos zu seinem Training, dass er zum Beispiel 2 Jahre lang durchgerannt ist. Wir haben ein paar Sachen schon auf der Fischmenscheninsel gesehen, aber das war wirklich nur ein kleiner Bruchteil von dem, was Sanji wirklich hat. Sanji wurde stets im schwächeren Licht in der Vergangenheit gezeigt, sei es auf Dressrosa oder Punk Hazard, obwohl dieser Charakter weitaus mehr drauf hat, als wir es uns ausmalen können. Sanji hatte zum Beispiel auf Punk Hazard den Eindruck gezeigt, er würde gegen Virgo verkacken, er würde auch auf Dressrosa gegen Doflamingo null Chance haben, aber ist das wirklich so? Wäre das wirklich so gewesen, wenn es wirklich zu einem All-Out-Kampf gekommen wäre? Was ist, wenn ich euch sage, hey, Sanji hätte vielleicht sogar beide besiegen können? Ich weiß, klingt gerade absolut dumm, aber bitte, bitte, Freunde, lasst mich das wie folgt unter folgender Voraussetzung erklären. Hab mal nun im Hinterkopf, Sanji besiegt Queen in seinem ersten richtigen All-Out-Kampf auf Wano Kuni. Gar nicht mal so abwegig, das ist eine Theorie, die viele vertreten und die viele auch nachvollziehen können, denn der drittstärkste, dieser ist halt meist einfach Sanji vorbehalten, aber wie stark muss Sanji dafür sein, um ihn zu besiegen? Nun, mit dieser Information gehen wir nun mal zurück nach Punk Hazard. Der Kampf Sanji vs. Virgo. Hierbei sage ich klar, Virgo war schon von Anfang an als Gegner für Law vorherbestimmt, also war es plottechnisch vonnöten, dass der Kampf Sanji vs. Virgo abgebrochen wird. Sanji hat sich zwar den Fuß angeknackst, aber das ist im Vergleich zu anderen Verletzungen eine kleine Hürde gewesen. Nun, da Law als Gegner für Virgo bestimmt war, konnte Oda Sanji einfach nicht erlauben, ihn zu besiegen. Weiter geht es mit dem Kampf Sanji gegen Doflamingo. Ich weiß, ihr haltet mich für ein wenig verrückt, aber hier war es genau dasselbe. Doflamingo war für Ruffy als Endgegner bestimmt, daher wurde hier Sanji plottechnisch aufgehalten. Der finale Angriff von Doflamingo, also sein Overheat, wäre nicht das Ende für Sanji gewesen. Er wäre noch weggekommen, selbst ein Ruffy hat es geschafft, aus diesen Fäden von Doflamingo zu entkommen. Nun kommen wir aber mal zu dem Punkt, wo alles ineinander läuft. Sanji hat nämlich auf Whole Cake Island für einen kurzen, wirklich nur für einen wirklich kurzen Augenblick gezeigt, zu was er imstande ist. Sanji kann sich so schnell bewegen, dass ihn niemand, nicht einmal mit einem Standard-Vorahnungshaki, wahrnehmen kann, der eine Move von Sanji auf Whole Cake Island, in dem er Oven komplett und mit nur einem Kick kurzzeitig ausgenockt hatte, hat das Potenzial von Sanji gezeigt. Dieses
Präzise Snipen auf Stellen am Körper, die absolut schmerzhaft sind, haben eine enorme Wirkung. Und das weiß Sanji und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das die Kampfart von Sanji mittlerweile geworden ist. Des Weiteren wissen wir von Oda, dass Sanji sich auf das Vorahnungshaki spezialisiert hat und welches Level Sanji im Vorahnungshaki besitzt, das hat das Ausweichen von Katakuri gezeigt, denn Katakuri ist ein bestätigter Future Sight-Nutzer. Ob er nun das Future Sight selber hat oder nicht, ist nochmal eine andere Sache, die wir noch nicht bestätigt haben, die wir aber dann hoffentlich bald herausfinden werden. Was aber am wichtigsten ist, und nun schließt sich der Kreis völlig, wenn Sanji nun in der Lage ist, Queen zu besiegen, wenn er es nun schafft, diesen 1,3 Milliarden Koloss und noch ein paar Gequetschte zu übertreffen, sollte er dann nicht imstande gewesen sein, mehr gegen Virgo und auch Doflamingo zu stemmen? Ich meine, zwischen Punk Hazard bzw. Dressrosa und Wano Kuni hatte Sanji keine große Gelegenheit, viel stärker zu werden. Er hatte weder ein Training noch ein All-Out-Kampf, den er hätte nutzen können, um über sich hinaus zu wachsen, um noch stärker zu werden. Und auf der anderen Seite gab es halt einfach zu wenig Zeit, um halt so einen starken Progress hinzulegen. Natürlich werden einige jetzt sagen, er schafft den Kampf gegen Queen safe nur wegen dem Raid-Suit. Teilweise stimmt das auch, aber das werden vielleicht nur 20-30% sein, denn wir haben schlicht und einfach noch nicht das Power-Up seines 2-Jahres-Training gesehen, das, was ihn eigentlich so richtig stark macht. Des Weiteren muss ich sagen, es gibt einen enormen Unterschied zwischen Queen, den Kommandanten von Kaido, und Doflamingo oder Virgo als Charakter. Also ist dieser Gap von 20-30% wegen dem Raid-Suit gar nicht mal mehr so stark ausschlaggebend. Ich meine, betrachten wir mal den Raid-Suit von Sanji wie das Future Sight von Ruffy. Beide haben dieses Power-Up erst auf Whole Cake Island bekommen. Aber was ist Sanjis Gear 4 in dem Falle? Was ist sein Power-Up vor dem Raid-Suit gewesen? Und genau das fehlt uns. Eiichiro Oda versteckt dieses Power-Up sehr intelligent, um damit eventuell den Kampf gegen einen Kaiserkommandanten entscheiden zu lassen. Vielleicht hätte Sanji Doflamingo zwar nicht besiegen können, aber so wie er da im Kampf gegen Doflamingo abserviert wurde, war das definitiv plottechnisch bedingt und wäre spätestens dann bewiesen, wenn er Queen besiegt hat. Sanji ist viel stärker als wir denken, nur hält Oda seine Kraft deutlich spürbar zurück und genau dasselbe kann auch auf Zoro angewendet werden. Ich weiß, wir sprechen hier von Zoro, dem Ficker schlechthin, aber wenn man die Fanbrille so ein klein wenig, aber auch wirklich nur ein klein wenig runtersetzt, sehen wir auch hier plottechnische Rückschläge. Das beste Beispiel für einen plottechnischen Rückschlag bei Zoro wäre der Birdcage von Doflamingo. Mir kann keiner, wirklich niemand erzählen, dass weder Zoro noch Fujitora, ein fucking Marineadmiral, und abertausende andere starke Charakter diesen nicht hätten aufhalten können, zumindest hätten stoppen können. Das ist einfach Plot, um die Dramaturgie im Kampf Ruffy vs. Doflamingo zu wahren. Genau dasselbe wie Zoro auf Wano Kuni im Kampf gegen Killer verletzt wurde, das sind Dinge, die wir nicht sehen wollen und gerne auch mal ignorieren. Dennoch ist genau bei Zoro dasselbe Problem. Hier erkennen wir es aber im Gegensatz zu Sanji besser, wir kennen Zoros Gear 4 ebenfalls nicht. Nur sein Enma, welches wie Sanjis Raid Suit und Ruffys Future Sight ein weiteres kleines Power-Up ist. Wir kennen das Power-Up, das richtige Power-Up von dem 2-Jahres-Timeskip von Zoro nicht. Die Power-Ups, die sich Zoro und Sanji während des 2-Jahres-Trainings antrainiert haben, die werden wir in Zukunft irgendwann sehen. Naja, wenn Zoro nun gegen King kämpfen wird, reicht das Enma alleine und seine normalen Angriffe nicht. Eiichiro Oda muss sich speziell für diese Kämpfe was überlegt haben und klugerweise, so wie wir ihn kennen, genau diesen Weg des versteckten Power-Ups gegangen ist, um uns Leser damit zu überraschen. Denn eines dürfen wir niemals vergessen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Strohhüte einen Kaiser besiegt haben. Nicht nur Ruffys Kopfgeld kommt denen der Kaiser vielen
näher. Auch das von Sanji und Zoro wird den Kaiserkommandanten näher kommen. Wenn Sanji Queen besiegt, der ein Kopfgeld von 1,3 Milliarden und ein paar Gequetschte hat, dann wird Sanji dieses Kopfgeld mit einem kleinen Bonus übernehmen. Genau dasselbe wird bei Zoro auch sein, wenn er King besiegt hat, denn alles andere macht einfach keinen Sinn. Meine Freunde, wir bewegen uns langsam Richtung Ende von One Piece hin. Und es wird nun mal Zeit, dass die Strohhüte zeigen, was sie drauf haben, speziell im Gebiet des Hakis, aber auch im Individuellen. Gerade Sanji hatte in der Vergangenheit sehr viel zu leiden, sein Vater Jeff wurde als Geisel genommen, so konnte er auf Whole Cake Island nicht wirklich viel ausrichten. Des Weiteren wurde Sanji im Anime ins Verderben genervt, ja, erinnert ihr euch, als Peckham Sanji geone-shottet hat und er ohnmächtig wurde? Einfach lächerlich. Desto mehr freue ich mich aber, wenn er seinen All-Out-Kampf gegen Queen bekommt und ihn auch besiegen wird. Was haltet ihr von der Thematik des versteckten Power-Ups, meint ihr, oder geht diesen Weg? Und wenn es soweit ist, dass Sanji Queen besiegt hat, müssten wir dann nicht mehr mit einer anderen Einstellung in die Vergangenheit schauen, zumindest was den Kampf gegen Virgo oder auch Doflamingo angeht? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare, diese interessiert mich brennend. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, meine Herren, und schaut natürlich auch gerne bei Instagram vorbei. Alles oben in der Videobeschreibung verlinkt. Da versuche ich jetzt auch aktiver zu werden. Dann war es das erste Mal von mir für heute. Wir hören uns dann morgen wieder. Haut rein. Ciao und tschüss.